Meinst du, wenn man FIFA mit Frauen spielen würde, würde das Erfolg haben? Rein Frauenfußball oder Frauen? Ja, genau. Ich denke schon, dass man da noch eine deutlich höhere Zielgruppe ansprechen könnte. Ja, weil, wie gesagt, man sieht, der Frauenfußball wird immer beliebter. Wir haben ja auch bei uns in Deutschland eine sehr erfolgreiche Mannschaft, Frauennationalmannschaft. Und ich denke mal, das ist eine Sache, über die sollte Electronic Arts nachdenken, dass man da auch Frauenmannschaften übernimmt, damit einfach dann Mädels dann auch noch stärker herangeführt werden oder Frauen generell auch zum Fußball spielen. Weil man hat auch gesehen, wie gesagt, durch die Nationalmannschaft immer mehr Frauen gehen halt auch zum Fußball, schauen sich auch Frauenfußballspiele an. Immer mehr Frauen gehen auch zu den Spielen der Männer. Aus verschiedenen Gründen. Ist vielleicht nicht überwiegend im Sport, vielleicht auch wegen den knackigen Waden, ich weiß es nicht. Aber es wird immer attraktiver und das sollte man dann auch vielleicht hier in der digitalen Welt dann einfach aufgreifen. Ja. Gut, dann lasse ich dich mal weiterspielen und hoffentlich kommst du auch mal zum Tor. Das hoffe ich doch auch mal, ja. Ich spiele zwar immer noch die Hoffenheimer, aber es wäre schön, mal ein Tor zu zeigen. Und dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen lauschen, was der Kommentator da von sich gibt. So, man sieht hier Rose zum Beispiel, Abwehrspieler von Mainz, wurde gerade eingewechselt. Das ist so das, was FIFA ausmacht. Dass man wirklich sich mittendrin fühlt. Als Anfänger bekommt man eigentlich nochmal die Fußballregeln gezeigt oder gar nicht? Nein, nicht wirklich. Also wenn du wissen willst, was Abseits ist, ja, dann solltest du vielleicht eher bei Wikipedia nochmal gucken, als jetzt hier bei FIFA deine Antwort zu suchen. Wobei, man bekommt ja hier immer sofort, wie in jedem Fußballspiel, angezeigt, wenn es Abseits ist. Ja, das heißt... Also kein Fußballlexikon? Nein. Einfach loslegen, spielen und wenn du abseits bist, dann kannst du ohnehin nicht weiterspielen. Dann geht das Spiel einfach dann mit einem Freistoß für die gegnerische Mannschaft dann weiter. Ja, das war Daily mit Boris, dem Mainz 05-Fan. Vielen Dank fürs Interview. Danke, Daily. Viel Spaß dann noch. Ne? Dankeschön. Tschüss. Ich spiele jetzt gerade, guck mal, professionell, guck mal, das ist jetzt Gameplay-Grafik. Ey, Ribéry! So, ja. Ich soll nach hinten lehnen, sonst habe ich dich nicht mehr drauf. Bier noch in die Hand, so. Das bitte noch. Also so typisch und dann mit einem Schal. Wo ist dein Schal? Ich bin hier mit der Fußballkompetenz Dali vertreten. Dali, soll ich dir mal erklären, was Abseits ist? Also, Dali, das Runde muss in das Eckige, ja? Nur das Schwein ist wirklich mitgefallen. Hat. Die dumme Sau. Sehr gut. Ich hab gedacht, es geht ums Fußball. Ich auch. Lange spielen will. Faul! Elfmeter! Entschuldigung. Das war schon ein fataler Fehler von mir, dass ich Hoffenheim gewählt habe als meine Mannschaft. Verdammt! War kein Tor. Ja, und das war Gamer. Ja, das war Gamer Girls mit Boris, dem HSV Daily. Ich bin entsetzt. Mainz 05. Okay, Mainz 05 nochmal. Okay, das war's. Ja, gut, wir probieren noch ein Tor zu schießen. Ja. Ich habe auch gemerkt, ich habe die falsche Einstellung jetzt hier von der Steuerung. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger zum Teil. Weil er nicht das macht. Sehr gut.